Resident Evil 6. 6 Monate später, 30. Juni 2013. Oh, Weihnachten ist vorbei. Hi Leute. Hey, ich bin mehr. Oh, hier ist sie, Loja. Heiße Hau Hangler. Okay. Oh, währenddessen. Ja. Okay. Ich bin hier. Irgendwo. Ich bin gerade auf einer Krankenstation irgendwo. Und ich bin sehr, ja, keine Ahnung. Ein bisschen auffällig angezogen. Ich habe einen Schalttafelschlüssel. Ich leg mich mal hin. Ich mach mal ein Nickerchen. Warum machst du ein Nickerchen und ich muss mich hier prügeln? Weiß ich nicht. So, Strom aus. Ey, wer hat das Licht ausgemacht? Ich versuche zu schlafen. Aber wie siehst du denn aus? Ja. Der hat einen Elektrostab, den will ich haben. Da gehört mir. Meiner. Hey, oh, was geht? Dann habe ich den in den Hintern gesteckt. Ich werde keinen Kampf riskieren, bis ich eine Schusswaffe habe. Ich sehe dich da hinten. Oh, mein Inventar sieht vollkommen anders aus jetzt. Drei Testpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gebrauch der Schusswaffen ist freigegeben. Ich wiederhole. Jemand hier? Drei Testpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Du, komm her. Ich spreche noch gar nicht die Sprache. Sie sind am Leben. Hallöchen. Wo bist denn du? Danio, ich sehe dich da hinten. Ja, ich sehe dich auch irgendwo. Ich gucke noch, ist hier irgendwie was? Schon wieder ist so dunkel. Juhu! Ha! Komm her! So, okay, für ein bisschen Fanservice mit meinem Outfit. Mann, ich würde jetzt gerne deine Perspektive sehen. Ja. Was geht ab? Oh Gott, viele Gegner. Viele Gegner. Ich will den Kopf weg. Einfach platt gemanscht, ey. Oh fuck. Oh nein, ich bin der Schreibhelfer. Oh Mann, wir sind eine Menge Gegner. Ah, oh Gott, ich bin sowas von tot. Aus dem Weg. Ja, ich bin sowas von tot, glaube ich. Ich geh mal zu dir hin, wo auch immer du gerade bist. Und die Gegner ja alle. So, ich nehme jetzt deine Beine. Dann werfe ich dich weg. Und doch, ich bin ja in der Dusche. Dusch mit mir! Oh, ist ein ich kann mich in den Schrank hier. Hier ist ein Schrank, wo ich mich verstecken kann. Ja, ich kann nicht gegen 3-4 Gegner auf einmal. Was zum, was bringt mir hier zu verstecken, wenn ihr wisst, wo ich bin? Ja, ich bin tot, also. Ich bin sowas von tot. Aua. Da kann man nicht rein.
Ja, ich bin tot. Ich habe nur noch 1 AP. Ich habe noch 3. Ich bin schon wieder in der Dusche. Ich glaube, du magst duschen, hä? Huh? Oh mein Gott. Könnt ihr mal alle hier kaputt gehen? Elektroschocker ins Gesicht. Okay. Ja, ich bin tot. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen soll. Hier sind 3-4 Gegner. Ich kann nicht gegen 3-4 Gegner auf einmal kämpfen. Ah, der hat mich geschockt. Ich musste mich auch mit so 3-4 Gegnern auseinanderschlagen. Ja. Aber ich habe nur einen Elektroschocker leider. Der ist nicht so schnell wie dein. Meine Faust ist auch nicht schnell. Ich muss ja ganz ordentlich schleichen, aber. Ja, ich muss mich ja ein bisschen näher sneaken. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. So, da kommt mir einer entgegen. Sie sind am Leben. Ich bin nicht der Stealth Mann. Das mach ich echt nicht. Das war halt. So. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Ja. Mir hat Sherry gesagt, ich soll jeden Kampf hier vermeiden, bis ich eine Schusswaffe finde. Jetzt bist du... Und? Mann, ich will mich nicht an die... Und dir tritt ich auf den Kopf. Ah, ich bin schon wieder getroffen. Ich hab gerade einen Gegner gegriffen und dann in anderen Gegner reingeworfen. Ja, was? Ich werd schon wieder abgeknallt. Ich habe schon wieder Leute entdeckt. Ja, aber ich hab's auch entdeckt. Ah! Ja, wahrscheinlich, weil ich entdeckt wurde, ne? Ja. Du sollst dich nicht an der Wand hier anlehnen, du sollst halt aufladen. Sehr. Oh fuck, ich bin umzingelt. Ja, ich auch. Vor allem, hier gibt es doch Schränke, in denen ich mich verstecken kann, aber die haben mich da direkt gesehen, ne? Ich muss halt so ein bisschen auf meine Ausdauer achten. Weil wenn ich nicht kämpfen kann, kann ich mich ganz einfach angreifen. Ja, kommt her alle her, ich elektrisiere euch alle. 2. Na, wer ist der nächste? 3. Ja, du und die Wand, küsst euch. Gut gemacht. Da kommt schon der dritte, der vierte meine ich. Boom, du bist auch weg. Fuß ins Gesicht. Mein nackter Fuß in dein Gesicht. Okay. Ich glaube, ich hab alle erledigt. Sehr gut. Ja. Ausgezeichnet. Kann ich mich auch mal hier ein bisschen umsehen. Wie läuft's bei dir da drüben? Ja, ich elektrisiere die alle. Weil die tut sich die ganze Zeit hier an der Wand anlehnen. Ich muss meinen Elektroschack die ganze Zeit hier aufladen, aber. Hörst du mal auf damit, Sherry? Ich werde ja wortwörtlich vom Gameplay getötet gerade, ey. Ja, ich bin tot. Shit. Also ich muss meinen Elektroschocker mit Rechtsklick. Ich muss Rechtsklick und Maustaste gleichzeitig drücken. Aber manchmal Rechtsklick und... Ja, ich muss Rechtsklick drücken, dann muss ich mit linke Maustaste aufladen. Aber was sie macht, ist, sie lehnt sich dann manchmal irgendwie an der Wand an und da wird meine Aufladung abgebrochen. Ja, und dann bin ich geliefert. So, dich mach ich platt. Boom. Du bist platt. Ich bin mir sicher, weil ich hab nämlich so einen Vent gesehen. Und ich glaube, wenn ich durch den Vent komme, ich glaube, dann kann ich dir zur Hilfe eilen. Weil ich habe hier so eine Tür mit so einem Code gefunden. Aber ich weiß nicht, was ich da eingeben soll.
Aber ist hier gar nichts. Ja, ich warte noch, bis der vorbeigeht. Der sieht mich nämlich gerade nicht. Wenn ich dann hinter ihm bin. Ja, der hat mich schon wieder entdeckt. Komm her, du Stück. Verdammt! Oh, sind zwei. Das wird ein Spaß. Prima, das wird ein Spaß. Was? Hey, komm her! Mein Rückzieher! Ja, so wird's gemacht. Boom. So, bis jetzt wurde ich noch nicht entdeckt. Normalerweise werde ich ja immer entdeckt. Er hat mich auch noch nicht gesehen, der zweite. So, was ist das hier? Ich glaube, hier war ich noch nie. Ne, hier ist mir die Dusche. Zack. Ich kann die halt wenn ich mich anschleiche, kann ich die direkt instant töten. So. Oh oh. Ich habe hier einen Code, den ich irgendwo eingeben kann. Ja. Ich sehe zwei Gegner, die haben mich noch nicht gesehen. Ist hier gerade ein Gegner rausgekommen? Oder ich halt nur. Oder ist er bei dir irgendwo? Gerecht. Weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich muss irgendwo einen Code finden, wahrscheinlich. Dann irgendwo da eingeben. Okay. Also, ich habe alle Gegner getötet, ohne dass sie mich gesehen haben. Ich wurde jetzt auch noch nicht entdeckt, habe auch alles erledigt. Okay, wo muss ich lang? Ich versuche jetzt so schnell wie möglich zur Hilfe zu eilen. Ja. Da muss ich hin. Ich muss wahrscheinlich zu der Tür mit dem Code, aber was soll ich da eingeben? Ich kann es dir nicht sagen. Da versuch mal irgendwie zu dir zu kommen. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Alles klar. Deswegen kommt da immer wieder einer raus. Ja, ich muss mich hier drin verstecken und ich muss gucken, was der von Code eingibt. Ein Treuepunkt. Ah, ich verstehe. Clever. Ah, gib den Code ein, Kollege. Oh, mach mal hin. Ich habe die Kamera im Blick. Und die Kamera ist ausgerissen aus der Waffe. Du kannst mal schneller machen, Kollege. So. Bist du? Okay, drei Kreis und Striche. Ja, auch was. Okay, drei Kreis. Oh Gott, war jetzt der da unten? Ich guck noch mal. Ich spawn halt immer so schnell. So, eingeben. Was war das jetzt? Der hier. Der hier und der hier, ne? So, weiter. Oh, der hat mich gesehen. Komm hier, Merke. Ich warne dich. Du bist nicht bereit für diesen Schock deines Lebens. Oh, ich habe ein Archiv mitbekommen. Irgendwas mit Schocken. Oh Gott, die haben mich alle gesehen, ne? Oh, ich habe ein Schlangenabzeichen gefunden. Danilo, ich helfe dir. Wo ist er? Siehst du die Kamera? Kamera? Warte, ich glaube, ich gerade mit jemanden. Halt. Komm in Richtung Kamera. Ich glaube, mich ja gerade mit jemanden. Da. Ah, du bist halt. Ja, ich bin die Kamera. Oh. Ich hab dir den Weg frei gemacht. Oh, ich kann nicht gut sagen. Das ist ein Schlangenabzeichen, da will ich. Ja, da oben. Hast du es gesehen? Ja, aber da komme ich nicht ran. Ich habe keine Knarre. Verdammt. So, ja, schon wieder ein Code. Ich glaube der gleiche Code. Das hier. Das hier.
Ja. Okay. Alles klar. Da habe ich ja hier Schlangenabzeichen. Ne, ich muss hier runterspringen. Nein. Wie soll man das erwischen? Ich konnte es mit der Kamera erwischen. Ah. Die Kamera ist ausgerüstet mit einer Waffe. Aber ich habe dich jetzt nicht mehr drauf. Ich habe dich nicht mehr auf dem Bildschirm. Ich bin gerade wieder irgendwo. Oh, ist hier irgendwas drin irgendwo? Nee. So, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier kriegen wir unsere Klamotten bald. Was bist denn du? Ich sehe ja. Ich bin jetzt hier im Raum. Auch noch. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen, glaube ich. Auch nicht. Ich bin jetzt hier irgendwo im Raum. Hm. Guck mal, wo irgendwo hingehen kannst. Warte mal. Striche, sowas und. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Pulle der. Ich kann halt auch nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich muss ja auch irgendwie ein Schloss, so einen Code eingeben, aber ich kann nicht erkennen. Ich konnte gerade irgendwo V drücken. Wo war das? V. Wo war das? Hier ist doch nichts zum Interagieren. Da, wo ist es? Ich sehe ihn irgendwo auf den Kameras. Ich kann hier sitzen. Ich sitze. Das ist schön, dass du sitzt. Und ich denke über mein Leben gerade nach. Ich wünsche mir Rosen. Oh, ich sehe dich. Du siehst mich? Ja, ich kann einen Knopf drücken, damit ich deine Perspektive sehe. Da. Gib mal Folgendes ein. Tu mal ganz oben rechts. Ganz oben rechts das Ding drücken. Ja. Unten rechts. Unten links. Unten links. Ja. Oh. Thanks, man. Wie soll man das von alleine herausfinden? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich spielt man als Solo-Spieler tatsächlich mit beiden Rollen tatsächlich und wechselt immer hin und her. Oder nicht? Jetzt müsste es eigentlich gleich da durchkommen, wo ich hier ein Links habe. Ich versuch's mal. Vielleicht kriegen wir dann endlich was zum Anziehen. Du brauchst ein Oberteil, ich baue eine Hose. Hey, da bin ich, glaube ich. Ach, du siehst so wunderschön aus. Oh, dankeschön. Jake! Jerry. Erstmal anziehen. Ja, bitte zieh dir was an. Oh, aber Danilo, du siehst echt wunderschön aus. Ja, ich weiß. Wo sind wir? China. Offensichtlich, aber wo? Warum? Keine Ahnung, mir egal. Umdrehen, Kollege. Ich bin kein Versuchskaninchen. Was haben Sie ihn angetan? Einiges. Sie redeten davon, mit meinen Antikörpern den C-Virus zu verbessern. Oh nein. Was haben Sie noch gesagt? Kennst du den Namen Albert Wesker? Was? Ich werte das mal als ja. Sie sprachen von ihm. Sehr oft. Er hatte wohl einen Antikörper, der jeden Virus abwehrt. Offensichtlich. Nette Stiefel. Brauchte er seine Gabe, wusste sie nicht zu schätzen. Und wurde dann selbst ein Monster. Ja. Und ich dachte, mein Vater wäre nur ein Versager, der uns hängen ließ. Aber nein. Er war ein Verrückter, der fast die Welt zerstört hätte. Aber er hatte eine coole Sonnenbrille. Die Taten meines Vaters haben nichts mit ihnen zu tun. Okay, aber mein Blut schon. Es ist der Grund, ich muss mal kurz weg. Eine Sekunde. Aber er könnte Cutscenes gucken und dem Master zuhören. Der Familie, dass nichts vom Wesen meines Vaters auch in mir steckt. Gerade du solltest wissen, was ich meine. Ich sag's dir. Alles, was ich bin. Alles, was ich getan habe. Gibt jetzt wenigstens etwas mehr Sinn als vorher. Ah.
geben Sie nur Ihrem Vater die Schuld. Aber irgendwann müssen Sie selbst Verantwortung für Ihre Taten übernehmen. Ah. Ich muss den Schrank schlagen. Haben wir gerade einen Soundglitch bei dir? Ich muss meinen Vorgesetzten ein Lebenszeichen geben. Was, ein Soundglitch? Wir müssen Kontakt zu ihm. Weil, du hast gerade gesagt, dass du nichts mehr gehört hast. Nee, ich musste mal kurz weggehen. Eine Sekunde. Ach so. So. Ach so, ich dachte, du hättest keinen Sound mehr gehabt. Nee. So, ich mach mal kurz einen Schnitt. So, Schnitt ist vorbei, da sind wir wieder. Ja. Jeder, es kann weitergehen. Ja. Oh, anscheinend war ich nicht nachgeladen. Irgendwann okay. Andere entschränken noch? Nee. Ja. Mal sehen. Wo müssen Sie? Finden Sie das Kommunikationssystem? Okay. Ja. Sieht auch viel schöner aus hier. Jetzt haben wir auch so ein eigenes Design für unser Inventar. Ja. Für die anderen Charaktere. Wollte schon sagen, dass die gleichen Sachen haben wie Leon. Ich weiß ja nicht, wie dein Inventar voraussah, aber ich hatte das gleiche wie bei Leon damals mit Helena. Okay. So ein Handy. So. Ein Handy. So, erstmal ballern wieder. Wir fahren hier vorbei. Ja. Nein, ich will auf ihn. Ich will auf ihn. Oh, ich glaube, der lebt noch. Ja. Oh nein, nicht die Viecher. Oh, ich hab den. Mir so vorher mit dem Knie gegeben. Was du damals gemacht hast. Oh. Das Knie? Idee mit Alien. Alien? Oh nein, warte. Schade. Warte, Moment. Ja. Ich will mal einen Schuss haben. Bam! Ja. Hast du den gesehen? Ja. War da unten noch was? Weiß nicht, ich guck gerade. Was? Keine Karte mehr. Hier, Danilo, pass mal auf. Ich kann voll den coolen Zaubertrick. Ja, was denn? Would you like to see a magic trick? What? Wo kommt der denn her? Warte, ich mach mal. Hier, ja. Achtung! Zaubertrick! Sieh mir zu! Sieh mir zu. Und? Einfach aus dem Stand raus. Ich kann auch, ja. Oh cool, wenn ich das mit dem Elektroschock mache, dann mache ich so ein... Warte mal. Ja, wenn ich den, ja... mit dem Elektroschocker mache, dann mache ich so einen Angriff. Oh. So eine Art Backslash-Angriff? Ja. So, Schlangenabzeichen? Was? Hä? Was? Wo? Oh, hier drin irgendwo. Ich keine Ahnung, ich habe so einen Nahkampfangriff gemacht, da habe ich ein Schlangenabzeichen bekommen. Ich glaube, hier drin irgendwo. In den Kisten irgendwo. Ja, ich sehe nur ja, so ich ja, ich habe es gesehen. Ich habe es auch. Oder kommt denn alle her mal? Also auch irgendwie sowas, wenn du irgendwie dein Handgemenge ausrüstest. Wenn ich meine ganzen Ausweichangriffe drücke, ich habe ganz andere Animationen damit, anstatt zu rollen so. Ich mache so Seitwärtsschritte. Ja, ich kann auch so seitlich ausweichen. Wow. Stylisch. Ich kann sogar treten werfen, wenn ich am Boden lege. What?
Okay, sehr gut. Okay, genug Spaß. Ich glaube, wir sollten mal den Spaß beiseite legen und einfach mal weitergehen. Die Gegner kommen ja immer unendlich raus. Ja. Ich glaube, wenn das hier so weitergeht, können wir hier ganz hart hier füllen. Ja, machen die wieder irgendwas, wenn wir uns verstecken? Keine Ahnung. Weißt du, ich musste in so einen Schrank warten, bis einer irgendwie an so eine Konsole dran gegangen ist und so einen Code eingegeben hat, damit ich herausfinden konnte, wie der Code lautet. Ja, damit du mir weiterhelfen konntest. Ja. Ich musste halt per Kamera zu dir hinschalten, damit ich dich im Blick habe und dir wahrscheinlich helfen konnte. Ja, jetzt macht das doch alles irgendwie ein... Moment mal. Was zum... Was los? Eine ID-Medaille hinterlassen. Was? Und die Frage ist, wozu? War der Typ, der immer gespawnt ist? Ja, irgendeiner von denen, die gerade gespawnt sind. Und der hat gerade so eine ID-Medaille hinterlassen. Okay, cool. Nur, da frage ich mich nur, wozu? Weiß ich nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gehen wir weiter. Was ist das? Was ist das? Nein, das Glas ist so. Aber der verwandelt sich in irgendwas. Bist du denn da drin? Hm? Ich hab so eine ID-Medaille erfunden. So, was ist das denn für ein Räumchen hier? Ja, gemütlich aus hier drin. Ne? Hier kann man sich überall noch verstecken. Ah, was ist das denn? Was ist das für einer? Das war so ein Spinnfisch, aber der hat irgendwie so ein Oberkörper als Kopf. Was? Hat er gemerkt. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Du hast ihn so schnell erledigt. Die Fähigkeitspunkte, die kann ich doch nicht liegen lassen. Oh. Kann man kaputt machen. Okay. Ist noch eine Tür. Was? Au! Ja, bleib mal unten. Ach, das sind die ich abgeschossen habe. Was? Muni. Munition? Was ist hier? Da ist jemand. Ja. Was zum? Was? Wer war? Zu dunkel, ich sehe nichts. Ich glaube, es wird Zeit mal wieder für ein bisschen Spaß. Kleinen Designer. Ja, warte, ich mach mal. Ja, ich hab genug und ich kann es mir leisten zu ballern. Genau, wie sieht ganz aus? Ne? Die lassen ja auch echt schön Munition droppen. Ah. Eine Medaille. Jetzt haben wir schon 4 von diesen Medaillen. Geht's auch gar nicht weiter. Bevor wir hier weitergehen. Da geht's auch gar nicht weiter. Geht's ja nicht weiter? Noch eine wieder immer. Oh, hier im Bücherregal. Noch eine? Ja. Im Bücherregal. Eine Medaille im Bücherregal. Ja, die Tür geht übrigens nicht auf, also. Die Tür geht nicht auf. Ah. Wie schade. Gut, wo waren wir noch nicht? Hack, geht sogar kaputt. Ich hab die Pflanze zerstört. Die arme Pflanze. Oh, okay. Da wusste ich auch nicht. Wo ist das? Oh, wir haben die Vase kaputt geschossen.
Warum bewegen sich nicht, wenn ich hier damit abschieße? Keine Ahnung. Aua! Ins Gesicht. Ins Gesicht. Mein Gott. Ah, was ist das denn für ein Viech? Nein, danke. Das ist noch so ein Schlüsselsymbol. Müssen wir schon wieder. Ja, da bist du. Was ist das für ein Viech? Bewegst du? Nur. Was auch immer es ist tot. Ja. Ich kann's Punkte.